Sein Wissen stammt also aus erster Hand. Der Jim ist ehemaliger Professor für englische und amerikanische Literatur. Er ist von 1977 bis 1984 Dozent für Polarity und ganzheitliche Gesundheitslehre an der John F. Kennedy Universität in San Francisco gewesen. 1981 hat das Studium von der formativen Psychologie beim Stanley Kahneman gestartet. Seit dem 86 ist er Chiropraktiker und hat zudem beim Franklin Skin Craniosakrale Biodynamik und beim Ray Castellino Prä- und Perinatale Psychologie studiert. Have you understood that too? Okay, so I'll go further. Seine umfangreiche Berufserfahrung ist prägt durch Zusammenarbeit mit den soeben genannten Pionieren und dem Astrologen Stephen Arroyo. Der Jim hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Forschung, Praxis und Lehre von energetischen und somatischen Therapiepraktiken. Er arbeitet international als renommierter Polarity-Lehrer und Therapeut in der Schweiz, Spanien, England und Deutschland. Herzlich willkommen, Jim. Great, thank you, Lou. Hi. Great. Jim, ich weiss, das außergewöhnliche Privileg sehr zu schätzen, dass du uns jetzt in diesem Gespräch einen Einblick von der Polarity-Therapie schenken wirst. I really appreciate the gift that you will give us a certain insight into Polarity-Therapy right now. Great. Zum gerade einsteigen würde ich gerne mit der ersten Frage loslegen. I'd like to start with the first question. Wie bist du persönlich zu dieser spezifischen Methode gekommen? How did you personally get to this specific method? Yeah, I found polarity through a series of synchronicities, just chance encounters with people. Und ich habe Polarity gefunden durch eine Reihe von Synchronizitäten, einfach zufällige Begegnungen mit Leuten. Yeah, and it was just amazing that I ran into somebody in a food store, and we started talking. Und das war ganz erstaunlich. Ich bin zum Beispiel in einem Lebensgeschäft auf jemanden getroffen und wir fingen an zu sprechen. And they invited me home for dinner, not knowing me. And in their home, they had a little book on nutrition, which was Dr. Stone's book on nutrition. Really? Und dann haben sie mich zu sich nach Hause eingeladen zum Abendessen. Und dann hatten sie ein kleines Büchlein über Ernährung. Right. Und das war eben das Büchlein von Dr. Stone über Ernährung. And I read it, and very practical. I used it, and actually it was very, useful for me. Und dann habe ich es gelesen, und das war wirklich auch ganz praktisch für mich. Ich habe es angewandt, und es hat mir sehr genützt. And then a few months later, as a young man, I was working in a copy shop in a little town. Und dann ein paar Monate später habe ich als junger Mann in einem Copy Shop gearbeitet in einer kleinen Stadt. And a young man came in with a pile of books. He asked me if I could copy them. Und dann kam ein junger Mann mit einem Stapel Bücher und hat mich gebeten, ob ich sie wohl kopieren könne. In a little town, and I looked at them, and they were Dr. Stone's complete oeuvre. Und dann waren das doch tatsächlich die Bücher von Dr. Stone, und zwar der komplette Stapel waren Bücher von Dr. Stone. There were two or three copies of these books in California, and this young man brought them to my copy shop to copy them. Wow. Und es gab zwei oder drei Kopien dieser Bücher, und der junge Mann hat sie genau in meinen Copy Shop gebracht zum Kopieren. And that young man was Stephen Arroyo, who became a famous astrologer. I looked at the books. I said, Dr. Stone, and he looked at me. He said, you know Dr. Stone. And that plugged me into the beginning community in Polarity in California. Wow. Und dann war doch das tatsächlich Stephen Arroyo, auf den ich da getroffen bin, der später ein berühmter Astrologe wurde. Und der kam eben mit den Büchern von Dr. Stone. Und da, so habe ich mich einfach immer mehr mit der Polarity und Dr. Stone verbunden. Okay, cool. Yeah, and then of course I met Dr. Stone, and that really changed my life. So. Und dann bin ich eben Dr. Stone begegnet, und das hat wirklich mein Leben verändert. Was ist denn Polarity-Therapie, wo dein Leben verändert hat, und wie ist Geschichte dazu? Yeah. And what is this Polarity-Therapy that changed your life, and what is the story behind it? Yeah, well, fortunately, I was fortunate to meet Dr. Stone, because he retired just a few years later.
Und ich hatte wirklich Glück, auf Dr. Stone getroffen zu sein, ja. Denn er ist in Ruhestand gegangen ein paar Jahre später. But Dr. Stone himself was of course a doctor of osteopathy, of chiropractic, of naturopathy. Und Dr. Stone selber, der war Doktor für Osteopathie, Chiropraktiker, Naturheilkundler. So his foundation was Western anatomy, physiology, pathology. Und der Grundstock war also westliche Anatomie, Pathologie, Physiologie. And of course the osteopaths and chiropractors of his generation developed these amazing palpatory skills, these great skills of touch, the thinking fingers. Und die Osteopathen und Chiropraktiker zu seiner Zeit, die haben wirklich diese ganz erstaunlichen palpatorischen, also spürmäßigen Fähigkeiten entwickelt, wirklich die denkenden, spürenden Finger. So they understood the body from a touch level, a palpatory level, just with great subtlety and depth and clarity. Und so haben sie den Körper wirklich über das Palpieren mit großer Feinheit und Tiefe und Klarheit erleben können. But then after several years of practice, he realized there was more to learn in the healing arts. Und dann nach einigen Jahren der Praxis hat er erkannt, in den Heilkünsten gab es noch mehr zu lernen. So he started traveling around the world and he went to India and studied different types of yoga and Ayurveda. Und dann ist er weltweit gereist, etwa auch nach Indien und hat dort Yoga studiert und Ayurveda. Right. Both the health traditions and of course the great spiritual traditions that held these. Und zum einen hat er eben die Gesundheitstradition studiert, aber natürlich auch die spirituellen Traditionen, die dahinter standen. He went to Hong Kong and studied some Chinese medicine. He just had a hunger for all the healing arts. Und dann reiste er nach Hongkong und hatte chinesische Medizin studiert und er war wirklich hungrig nach diesen Heilkünsten. And so polarity therapy is his synthesis. It's not a patchwork. He turned it into really a selective, wonderful system which is both very oriented to the physical body as a Westerner and yet very held the Eastern tradition of energy fields and energy anatomy. Und so hat er also eine wunderbare Synthese aus all diesen Heilkünsten entwickelt. Keineswegs ein Patchwork. Und er hat es wirklich die Dinge ausgesucht und hat sich zum einen auf den physischen Körper orientiert, also wie in den westlichen Traditionen, und dann eben aber gehalten durch die östlichen Traditionen, wo das Energiefeld wichtig ist, die Energieanatomie. Ja, so he was a great synthesizer very early in this East meets West, process. Und er war wirklich jemand, der eine Synthese erstellt hat, ein ganz großer, der wirklich der Osten trifft auf den Westen, gelegt und verkörpert hat. So polarity therapy itself, uses this wonderful energy model. Und polarity therapy selbst benutzt dieses wunderbare Energiemodell. Right, a whole energy circuitry. Dr. Stone was already using the term wireless in the 40s. Und eben den ganzen Energiekreislauf, also schon in den 40er Jahren, hat Dr. Stone diesen Begriff drahtlos eingesetzt. But it was beautifully synthesized with a very sophisticated understanding of, the physical body. Und es war aber eine wunderbare Synthese von einem differenzierten Verständnis des Körpers. Also einfach nur zum kurz nochmal nachfragen, also er hat so viele Sachen gesehen, gehört, gelernt, so viele verschiedene Methoden sich zu eigen gemacht und dann eigentlich überall das rausgenommen, was für ihn am sinnvollsten, nützlichsten und klärendsten war und das gab dann zusammen Polarity. So just to clarify it, so he took everything that he heard and learned and saw and then he picked those things out which made the most sense to him and then this is how he came to Polarity? Yeah, I think so. He made his own synthesis.
Er hat also seine eigene Synthese da getroffen. And so it has its own spirit, its own shape. Und so, dass es wirklich auch den eigenen, also seinen eigenen Geist und seine eigene Form angenommen hat. Of course, he was also interested in Western science at the time. So, und gleichzeitig hat er sich eben auch für die westlichen Naturwissenschaften zu der Zeit interessiert. So there was a lot of work around energy, around fields, electromagnetic fields and forces, and all of that was part of his thinking. Und das heißt, er hat ganz viel auch mit Energie und Feldern und elektromagnetischen Feldern gearbeitet. Und all das hat eben auch in sein Denken Eingang gefunden. Okay. Gut. Und für wer ist dann die Polarity-Therapie geeignet? And for whom is Polarity Therapy suitable then? Well, generally for people who have a body. Ganz allgemein gesehen für Leute, die einen Körper haben. I mean, it's a very, it's a system that can, that has a great range. So you can work it very softly, very subtly. Mm-hmm. It has that dimension, and then it also has more vigorous and more energetic and deeper kinds of touch. So you can adapt it for. Anybody for with know, body. Babies, old people, older people, you know, and so yeah, it has a great range. Ja, und Polarity hat wirklich eine ganz, ganz lange Spannbreite. Also da man kann mit Polarity ganz sanft und fein arbeiten, aber gleichzeitig auch mit Kraft und energetisch und sehr tief. Und man kann es wirklich anpassen an die Person, die vor einem ist. Und zwar von Babys bis zu älteren Menschen, die ganze Bandbreite. Okay, schön. Und wie viele Symptome kann man dann Polarity-Therapie, also ja, wie kann das unterstützend wirken, Polarity-Therapie? So, with which symptoms might Polarity be supportive to help? Well, you know, I mean, the West is very oriented to symptoms. Also im Westen, da orientiert man sich ja überall sehr auf die Symptome hin. And in the West, we're a bit oriented to thinking, okay, symptom picture, specific cure. Und im Westen, da denken wir gern, aha, das ist das Bild der Symptome, das ist die spezifische Heilmethode. And so symptoms can be, sometimes they can be very simple, but sometimes they're very complex and many of them are very individual. Yeah. Und Symptome, die können bisweilen ganz einfach sein, aber andererseits auch sehr komplex und viele sind einfach auch ganz individuell. You know, for the average person, they want to know, okay, if I have a headache, if I have back pain, if I have digestive problems, if I have joint problems, shall I come see a practitioner? Und dann also für den Durchschnittsmenschen dann gilt es zu wissen, sind da jetzt Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme oder Probleme mit dem mit den Gelenken da und muss ich deswegen jemanden sehen? And certain types of anxiety and emotional issues also, all those are things that could benefit from polarity. Oder auch bei gewissen Ängsten oder emotionalen Themen. All das sind Sachen, wo Polarity wirklich auch nützlich wirken kann. Right, because the, you know, the fundamental focus of polarity is to find distortions in your field, in your functioning and looking to rebalance them. Und hauptsächlich geht es in Polarity darum, die Verzerrungen zu finden in deinem Feld, in dem, was nicht gut funktioniert und das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Okay, und über was bringen wir das ins Gleichgewicht? Also Polarity hat ja verschiedene Aspekte. Der größte ist wahrscheinlich, was ich bis jetzt gelesen habe, auch über die Manueltherapie. So, and through which means do we get things into balance? So, what I read up to now is, one of a main aspect is manual therapy way. Yeah, I think, you know, it's interesting, but I think, you know, in a way you almost need to separate the conceptual concept and the principles of polarity from the therapy. Und das ist schon ganz interessant, aber zum einen gilt es, die Konzepte und die Prinzipien gewissermaßen zu trennen von der Therapie an sich. And Dr. Snow used to say that, of course, the principles are life principles. Yeah.
Und Dr. Stone hat das auch gerne gesagt, dass diese Prinzipien tatsächlich Lebensprinzipien sind. And he, of course, used them through, you know, in his specialties, which were touch, manipulation of different kinds. Und er hat es natürlich in dem eingesetzt, was eben seine Spezialitäten waren, also Berührung und mit den Händen arbeiten auf verschiedene Art und Weise. He developed a personal form of his own form of yoga, a much more limited version for exercise and movement. Und er hat dann seine eigene persönliche Form von Yoga entwickelt, also eine begrenztere Yoga-Form, wo es aber durchaus auch um Übungen und Bewegung ging. He developed a cleansing diet and general vision of dietary support for health. Und dann hat er auch eine Reinigungsdiät entwickelt und einfach so eine Sicht, wie eine gute Diät aussehen soll, also gute Nahrungsaufnahme und Gesundheit. Darf ich kurz fragen, das ist von der Ayurveda abgeleitet, oder diese, oder ist das nicht so klar? This come from Ayurveda, the dietary? You know, not so specific. Okay, okay. Not so specific, no. I mean, you know, because he was a naturopath, a Western naturopath, and so he blended, he used a lot of his own Western naturopathy for his dietary material. Und, nicht unbedingt, weil er ist ja auch wirklich ein westlicher Naturheilkundler. Und da hat er schon viel aus der Naturheilkunde auch entnommen und dort mit eingebracht. Okay. And just to finish, he also understood the role of mind and emotions in health, and he brought that in a limited way, but he also brought that in. Und er hatte eben auch ein Verständnis vom Geist und den Emotionen, was die Gesundheit anbelangt, zwar auf begrenzte Art und Weise, aber er hat es durchaus auch in die Methode mit eingebracht. But you know, when a client comes, they should expect table work. People work on them as a primary modality. Ja. Und wenn dann Leute zur Polarity-Therapie kommen, dann ist zu erwarten, dass sie eben auf der Liege als primäre Modalität, also primäre Methode, wird auf der Liege mit den Klienten gearbeitet. Jawohl. Ich habe gelesen, dass auch Teil von der kraniosakralen Arbeit mit einfließt. Ist das korrekt? So I read that in part craniosacral work comes in also, is that correct? Well, it turns out, you know, Dr. Stone, when he studied osteopathy, of course, cranial osteopathy was part of the curriculum. Also als Dr. Stone Osteopathie studiert hat, da war eben die kraniale Osteopathie Teil des Lehrplans. And what we know now is craniosacral therapy in its different forms emerged out of cranial osteopathy. Yeah. Und mittlerweile wissen wir ja, dass die, was heute Kraniosakraltherapie ist, sich eigentlich entwickelt hat aus der kranialen Osteopathie. Stone, Dr. Stone was a great cranial therapist as part of his, you know, his work. Und Dr. Stone war wirklich ein großartiger Kraniotherapeut als Teil seiner Arbeit. Right, but he added other dimensions. Ja, aber er hat eben noch weitere Dimensionen hinzugefügt. Wahnsinnig. So beeindruckend. This is really impressive. Yeah, I was impressed. Ich war wirklich beeindruckt. Was ist denn für dich die schönste Patientengeschichte, die du erlebt hast, wo Polarity Therapie hat können Symptome lindern? So, what is for you the most beautiful story concerning a patient where Polarity Therapy was really able to alleviate the symptoms? Okay, well there were two. I guess I'll keep them brief. Also, da gab es zwei. Ich will es mal kurz sagen. And they were most powerful because they happened very early in my career, first or second year, you know. Und das war auch deswegen sehr kraftvoll, weil die so im ersten oder zweiten Jahr meiner Karriere diesbezüglich passiert sind. Okay. So the first was a young doctor who found his way into our practice. Und als erstes möchte ich von einem jungen Arzt sprechen, der in unsere Praxis gefunden hat. And he had had hepatitis. Er hatte Hepatitis. And so he'd been, you know, on his back for a while, and he was no longer acute, but he was exhausted. Und der also ist lange Zeit schon gelegen und das war nicht mehr akut, aber er war wirklich erschöpft. And so for 2 months he just was like he could barely move, he couldn't go back to work.
Und 2 Monate konnte er sich kaum rühren und konnte auch gar nicht zur Arbeit gehen. And he couldn't find anything to help. Und er hat nichts gefunden, was ihm helfen right, konnte. Even with his resources. Selbst mit den Ressourcen, die er als Arzt ja hatte. So he came to the practice and so okay, well, you know, I was relatively new and I said, well, hepatitis, liver, I'm going to make contact with all the liver reflexes on the body. Ja, und also ich war relativ neu und dann habe ich überlegt, okay, Hepatitis, Leber und jetzt will ich mal mit den ganzen Reflexen arbeiten, die right. mit der Leber zu tun haben. There's a whole mapping of reflexes to the organs. Und da gibt es so eine ganze Landkarte an Reflexen in Bezug auf die einzelnen Organe. So I spent virtually an hour stimulating reflexes to the liver, on the feet, on the hands, on the rest of the body. Und dann habe ich wirklich eine Stunde damit zugebracht, dass ich mit den Leberreflexen an den Füßen, an den Händen gearbeitet habe und so seinen Körper stimuliert habe. Yeah, I seemed to have a nice response to the work at the time. Und da in dem Augenblick schien er doch recht gut darauf zu reagieren, auf die Arbeit. So we set up an appointment for a week. Und dann haben wir nochmal für eine Woche später einen Termin ausgemacht. And he didn't show up. Und er kam nicht. Going, wow, doctor who doesn't keep his appointments. Was? Der Arzt, der kommt nicht zu seinem Termin? So we called him. Dann riefen wir ihn an. And finally we got hold of him. Und schlussendlich konnten wir dann ihn auch erwischen. He apologized effusively. Und er hat sich also sehr entschuldigt. But 2 or 3 days after the session, he felt really good. No way. 2, 3 Tage nach der Sitzung hat er sich sehr gut gefühlt. And 2 days later he just went back to work and he was so happy to get back to work and so involved. That he forgot you. Oh wow. Und 2 Tage später, nachdem es ihm besser ging, ging er dann zur Arbeit und war so glücklich, dass er wieder arbeiten konnte, dass er es völlig vergessen hat abzusagen. So connecting the circuits, I said, whoa, this is really something. Und dann wirklich diese Kreisläufe wieder in Verbindung zu bringen, da habe ich mir schon gesagt, das ist ja wirklich was. And the second was much closer to my personal heart. Und das zweite, das hat also viel mehr mit meiner persönlichen Kunst zu tun. My father had angina pectoris. Meinem persönlichen Herzen, ich muss mich korrigieren, mit meinem Herzen zu tun. Mein Vater hatte angina pectoris. So, you know, without going into the details, he had these special pills, nitroglycerin pills, that dilated the heart artery whenever he got pain in the heart. Und da hatte er eben diese Tabletten, die er einnehmen musste, damit die Herzarterie sich ein wenig erweitert hatte, wenn er das Herzschmerzen hatte. And so he needed those pills. It was dangerous if the heart started to, you know, started to have pain and problems. Und daher brauchte er wirklich diese Tabletten, weil es gefährlich sein konnte, wenn er da Herzprobleme hatte. So once we went for a walk and we're a couple kilometers from the house and he got his pains. Und dann sind wir vom Haus weg spazieren gegangen und nach ein paar Kilometern hatte er auf einmal Schmerzen im Herzen. You know, and they really stopped him, you know. Und da, also er musste wirklich innehalten. And he went into his pocket and he didn't have his pills. Er greift in die Tasche und hat seine Tabletten nicht dabei. We're about 2 kilometers from the house. Wir sind etwa 2 Kilometer vom Haus weg. And I couldn't run home, leaving him alone in the street. You know, so it was like, what do we do? You know. Und dann, was machen wir? Ich konnte ja nicht heimrennen und ihn da alleine auf der Straße lassen. So Dr. Stone has a sequence, a protocol to support the heart. Und Dr. Stone hat eine ganze Abfolge, ein gewisses Protokoll, die für die Unterstützung des Herzens angelegt ist. Special set of contacts on the body. Das sind so ganz bestimmte Kontaktpunkte fürs Herz am Körper. So, you know, so I took hold of these contacts, a couple of them, and really started stimulating them. Und dann habe ich eben diese Kontaktpunkte gehalten und wirklich begonnen, sie zu stimulieren. You know, I grabbed my father's hands and started working them. Und ich habe die Hände meines Vaters gepackt und fing an, daran zu arbeiten. And in 30 seconds, 40 seconds, the pain started to diminish. Already. Und 30, 40 Sekunden später wurden die Schmerzen weniger. And in 2, 3 minutes, he could breathe, he was settling. Und 2, 3 Minuten später konnte er wieder atmen, hat sich wieder beruhigt. And of course then we said, let's go home. We always walked back home. Und dann haben wir uns natürlich gesagt, also jetzt gehen wir mal lieber heim und sind nach Hause zurückgegangen. So, you know, that
really, I mean, I was so happy to have polarity at that moment. Und in dem Augenblick war ich wirklich so sehr froh, dass ich Polarity zur Verfügung hatte. That's why it touched me so deeply. Und deswegen hat mich das eben so sehr, sehr tief berührt. So my early experiences just really kept me going and deepening in the work. Und meine frühen Erfahrungen, die haben wirklich mit auch bewirkt, dass ich da weitergemacht habe und die Arbeit vertieft habe. So it wasn't obviously a cure, but it was a wonderful first aid support in a very critical moment. Und das war jetzt natürlich keine Heilung, aber eine wunderbare erste Hilfe in einem sehr kritischen Augenblick. Ja. Also eigentlich könnte man ja sagen, es ist wie ein Geschenk von verschiedenen Sachen, die man da an Tools mit der Hand bekommt. Und jetzt, wie zum Beispiel bei der Geschichte von deinem Papa, einfach schlussendlich Druckpunkte haben und wissen, das ist wie ein Notfallset auch. Also Polarity-Therapie kann auch als Notfallset eingesetzt werden. So basically one could say that it's really a gift that when you are able to find, to have these various points, where you can press and work with these points, just like in the example with your dad, that one could even say that it's a first aid set, polarity. Yeah, it's a wonderful, I mean, it's a very versatile tool. Mm-hmm. Yeah, das ist wirklich ein Werkzeug, was man was sehr in verschiedensten Situationen eingesetzt werden kann. Yeah, so there's a lot of tools that it has that just your average person mm-hmm. could have mm-hmm. and use. Und da gibt es einfach ganz viele Werkzeuge, die auch ein durchschnittlicher Mensch an der Hand haben kann und einsetzen kann. You know, like any first aid tool. Wie bei jeglichem Erste-Hilfe-Tool. And then of course there's the whole professional work. Und dann gibt es natürlich die gesamte professionelle Arbeit. Jawohl. Also dann gibt man in dem Fall aber rein Polarity zum Beispiel, also wenn man jetzt weiss, die Person hat Problem beim Herzen, dann gibt man ihnen auch die Reflexpunkte mit und sagt, look, wenn du Schmerzen hast, dann kannst du da drauf drücken, oder ist das dann wirklich einfach Teil von der Therapie, die der Therapeut macht mit dem Patienten? So, if you do polarity with the client and you know this person has problems with his or her heart, do you then give these reflex points to the person so that they can press them themselves, or is it more the work of the therapist to do that? Well, it mostly, I mean, you know, it depends. I have worked on quite a few different heart conditions. Mm-hmm. Also, ich habe schon an einer Reihe unterschiedlichen Herzproblematiken gearbeitet. Right. Post-surgeries and so forth. Also nach OPs und so weiter. And you know, it's proven very useful to support them. Und das hat sich schon als sehr nützlich herausgestellt, die Klienten dort zu unterstützen. And there are things they can do that are very safe, you know, that are actually, you know, they can contact certain points and just hold them or stimulate them easily. Und da gibt es schon gewisse Sachen, die der Mensch selbst machen kann, und das ist auch eine ganz sichere Sache. Es gibt bestimmte Punkte und Kontaktmöglichkeiten, wo sie sich selbst leicht auch halten können. And so it's a, you know, it is a useful tool for them. Und so ist es wirklich auch ein nützliches Werkzeug für die Leute selbst. Now, you know, great. We're not trying to substitute, you know, care of the heart from a medical point of view, whatever, but these are very safe, very useful and functional tools. Und also wir sagen jetzt natürlich nicht, dass das ein Ersatz ist dafür, dass man sich gut um sein Herz kümmert und alles, aber das sind dann doch Werkzeuge und Instrumente, die sehr sicher, sehr nützlich und auch sehr funktionell einsetzbar sind. Mhm. Okay. Ja. Take care. I'm sorry. Gibt es dann einen Moment in der Polarity-Therapie, wo man sie nicht würde einsetzen? Are there moments where you would not use Polarity therapy? Sure, I mean classic contraindications. Mm-hmm. You know, everything from, you know, acute trauma to infections to what we call very labile conditions, very delicate conditions that, you know,
that can change quickly. Yeah, we would, you know, we are, it is a conservative technique in that sense. Und also ja, da, es gibt Kontraindikationen, also zum Beispiel, wenn ein akutes Trauma vorliegt oder wenn Entzündungen da sind oder wenn jemand in einem sehr labilen Zustand sich befindet, der sich ganz schnell verändern könnte. So, das ist wirklich eine konservative Anwendung. Ja, we don't, you know, we're not going to take any chances. Also wir gehen hier kein Risiko ein. At the same time, we found that it can be very a wonderful support for all kinds of issues. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es wirklich eine wunderbare Unterstützung für eine ganze Fülle von Themen sein kann. Ja, cool. Gibt es dann mittlerweile wissenschaftliche Studien und Forschungen, die die Wirksamkeit von der Therapie denn unterstützen? Are there any scientific studies or is there any research done that support the effectiveness of the therapy? Well, you know, the whole scientific world is it's a whole world, yeah. Und die ganze wissenschaftliche Welt ist ja eine Welt für sich. You know, there is a lot of what I would call underlying science or explanatory science. Also da gibt es viel wissenschaftlich, die dem zugrunde liegt oder die vieles von dem erklärt. Which is different from kind of the double-blind studies that people do and the, you know, the evidence-based research. There isn't so much of that specifically for polarity. Und ganz spezifisch für Polarity gibt es jetzt nicht so sehr viel evidenzbasierte oder doppelblinde Studien. But a lot of the research that's been done in general in the complementary field for osteopathy, for chiropractic, for other types of acupuncture, other types of energy work is relevant for polarity, even though it has been done on polarity. Okay. Und dann gibt es aber eine Fülle anderer komplementärmedizinischer Methoden wie Osteopathie, Chiropraktika, praktische Arbeit, Akupunktur, Energiearbeit. Und wenn Forschungen dazu gemacht wurden, dann hat es auch seine Auswirkungen oder kann teils angewandt werden auf die Polarity-Therapie. Ja, ja. Siehst du Veränderungen in der Anwendung von der Methode in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen? Do you see changes the way this method is used in society or in the healthcare system? Not so much. So sehr. In other words, yeah, you know, I mean, the healthcare system is a very contained world. Mm-hmm. Also das Gesundheitssystem ist ja so eine Welt für sich. You know, and in America, for example, the chiropractors had to go to court for years and years and years in order to retain their and to gain their full certification and acceptance. They had to fight, unfortunately, the profession, the medical profession, to get their position. Und in Amerika war es zum Beispiel so, dass die Chiropraktiker jahrelang haben vor Gericht ziehen müssen, damit sie auch wirklich voll zertifiziert und akzeptiert werden geworden sind. Also sie mussten doch sehr gegen die Medizinerschaft ankämpfen. But you know, in other words, it's not easy to make your to break into the larger healthcare system. Anders ausgedrückt, es ist gar nicht so leicht, so ins Gesundheitssystem reinzukommen. But as part of the complementary therapy world, it's found its place there. Aber als Teil der Arbeit in der Komplementärmedizin hat Polarity wirklich ihren Platz gefunden. And we keep hoping that, you know, it can continue to grow and be a recognized tool, because it is very helpful. Und wir hoffen nach wie vor, dass es weiterhin wachsen wird und zu einem anerkannten Instrument wird, weil es eben so hilfreich ist. You know, it's a complex world. Es ist eine komplexe Welt. Das ist es tatsächlich. Yes, it truly is. Was ist denn die Entwicklung in der Polarity-Therapie? Also wo denkst du, steht die Methode in 10 Jahren? So, what is the development in polarity therapy? Where do you think the method will be in, say, 10 years? Yeah, it's really an open-ended, where will the world be in 10 years? Yeah, who knows? You know, I think it does have a unique contribution. You know, it has, it overlaps, it works well with many other therapies. Mm-hmm.
but it also has a unique contribution. Also sie hat zum einen ihren einzigartigen Beitrag, aber Polarity funktioniert eben gut auch mit vielen anderen Therapieformen. Yeah. And you know, I think, you know, I mean, conditions just have to support it, and enough people, important people, need to experience it to go, okay, and then we get the kind of support we need, but right now it's really hard to know. Yeah. Und also die Bedingungen müssen einfach stimmen und dann wichtige Leute müssen es wirklich selbst erleben und sagen können, aber und das dann auch unterstützen, aber das kann man immer wirklich schwer sagen. Das steht in den Sternen. So it's in the stars. Exactly. Right, hey. You know, hopefully somebody up there likes us. Also hoffentlich mag uns jemand da oben. Ja, wirklich. Bestimmt. Okay. For sure. Empfiehlst du dann Therapie im Verlauf, wenn du einen Klient hast, im Verlauf auch eine andere Therapie? Also wenn jetzt du einen Klient hast, ich weiss jetzt, Polarity-Therapie hat ja schon verschiedene Facetten, aber tust du auch mal mit einer anderen Komplementärtherapie zusammen schaffen oder empfiehlst du eine andere Komplementärtherapie? So, I know that Polarity has got various facets, but still, if you've got a client, would you recommend at times a cooperation with another form of therapy? Oh, yeah, I mean, you know, I think there needs to be referral networks. Mm-hmm. Also ich denke schon, da muss es Netzwerke geben, wo man sich gegenseitig Klienten oder Patienten auch weiter verweist. Obviously you need to know when to refer medically, but sure, I mean there are so many therapies, each with its own contribution. Und natürlich musst du wissen, wann du wohin überweist, aber da gibt es so viele Therapieformen und jede leistet ihren Beitrag. And you know, success at a therapy is a combination of the therapy and the practitioner. Mm-hmm. Und ein Erfolg in einer Therapieform, das ist ja eine Mischung aus der Therapie selbst und eben dem Anwender oder der Anwenderin. Yeah, so sometimes the same therapy but with a different practitioner will have a power, you know, a different effect on the client. Yeah. Und manchmal ist es ja so, dass dieselbe Therapieform mit einem anderen Anwender oder Anwenderin eine ganz andere Wirkung hat. But sometimes you do need a different doorway, a different entry into a client's process. So every therapy is like a different doorway. Yeah. Und das ist so, als ob jede Therapieform wie so eine andere Pforte ist. Und manchmal ist so eine andere, neue Pforte auch notwendig. So, yeah, I mean, I think to have a referral network, you know, really a varied network, is a useful thing. Und daher denke ich, dass es wirklich nützlich ist, wenn man so ein Netzwerk an der Hand hat, wohin man die Leute dann schicken kann. Wenn man jetzt merkt, da würde ich vielleicht das Türchen aufgehen, neu mit einer anderen Therapie, weil man das Gefühl hat, dort hat der Klient dann den größeren Zugang dazu, oder wo es ihn wie noch unterstützend zu der Polarity Therapie in dem Fall, oder? Also man hat so wie zwei Möglichkeiten. So, when you notice, for example, there could a door open up in another therapeutic method, or there the client could be more or in another way supported in another method, for example. Sure. No, I mean, why not? I mean, our you know, we feel that we're looking for the best for that client. Klar, warum auch nicht? Und also wir gehen einfach davon aus, dass wir nach dem Besten suchen für spezifische Klientin. So, sure. So, you know, Polarity, you know, has a broad range, but it's not a specialty, it doesn't specialize in everything. Yeah. Right? Und Polarity deckt zwar eine weite Bandbreite ab, aber sie ist natürlich nicht auf alles spezialisiert. Yeah, so all kinds, you know, psychologists, you know, trauma therapists, you know, there's a whole range of, you know, of useful supports, and often we can combine. If you have a good relationship with other therapists, you can both work together. There are also holistic practices that do that. Und also sei es nur psychologische Arbeit oder traumatherapeutische Arbeit, da gibt es ein ganzes Spektrum noch, was auch unterstützend wirken kann. Und dann ist es gut, wenn man das auch kombiniert zum Beispiel, oder wenn es so eine Praxis ist, die einfach ganzheitlicher arbeitet, wo man dann an andere Leute, die auch noch mit in der Praxis sind, verweisen kann. Es kommt mir jetzt gerade so ein Sprichwort in den Sinn. Ich weiß nicht, wo das gehandhabt wird, aber es gibt ein Sprichwort zum
ein Kinderziehen braucht ein ganzes Dorf. Und ich habe das Gefühl, wie er redet, ist, um einen heilen Mensch vor sich zu haben, braucht es auch ein ganzes Dorf. Einfach, ja, man muss die Offenheit haben. So, there is the saying to bring up and to educate a child, you need a whole village. Yeah. I don't know where it comes from. Yeah, and maybe so also to heal a person, you also need various methods. Yeah, why not? Absolutely. Yeah, unbedingt. Warum auch nicht? Of course. I mean, that's one of the nice things when I came to Switzerland. I saw what a therapeutically oriented country it is. It really supports therapy in a very special way here. Und das ist ja eben die schöne Sache, die ich festgestellt habe, als ich in die Schweiz gekommen habe, wie sehr doch die Menschen in der Schweiz therapeutisch orientiert sind und, yeah, und dann eben auch einzelne Therapieformen unterstützen. Yeah. Yeah. You know, and I think it's useful to try out different methods, you know, not, you know, just to see which ones really resonate with you. Und ich denke, da ist es wirklich auch ganz wichtig, verschiedene Methoden auszuprobieren, um dann wirklich auch zu schauen, bei welcher kann ich gut mitschwingen und bei welcher kann ich in Resonanz gehen. You know, in the West, we tend to lead with our brains. You know, we look at what are they, you know. But until you've eaten the meal, you don't know, you know, what it's really like. Und im Westen haben wir ja so eine Tendenz, dass wir uns von unserem Gehirn leiten lassen. Aber letztlich ist es ja so bevor du das Essen nicht gegessen hast, weißt du auch nicht, wie es schmeckt. So, you know, people will have biases for this or against that, but if they haven't actually experienced it, they don't really know it. Und die Leute haben vorgefasste Meinungen für oder gegen etwas, aber bevor sie es nicht wirklich auch erlebt haben, können sie es nicht wissen. Ja. And it can surprise us. Das kann uns wirklich überraschen. Ja. Wer hat nicht gern Überraschungen, oder? And who doesn't like surprises? Well, it depends on the surprise. Hängt von der Überraschung ab. Jim, ich weiss, du hast ein unheimlich grosses Wissen, Fachwissen und auch Gespür. Und gleich möchte auch ich dir die Frage stellen mit meinem Zauberstab. Nämlich, wenn ich jetzt einen in der Hand hätte und der hätte macht dir sofort das Wissen und die Handhabung von einer anderen Komplementärtherapieform dir zu schenken, welche wäre es? Welche Komplementärtherapie? That's a long question, but anyway. I better sit back. Ist ja eine lange Frage. So, Jim, I know that you really have a huge knowledge and you have huge sensation skills. But if I had a magic wand and I could present you with the gift of the knowledge of another complementary therapy form or a therapy method, which one would it be? Well, you know, I have tasted, you know, that's a great range over the years. So im Verlauf der Jahre habe ich ja schon einen Geschmack von einer ganzen Bandbreite von Methoden bekommen. And I have cherry picked a lot. Und da habe ich schon so die einzelnen Kirschen vom Kuchen oder mir so die speziellen Dinge rausgefischt. But you know, the one therapy apart from polarity, well, I, you know, that impacted me powerfully, of course, I actually brought it in. And that's the formative psychology. Yeah. Und also die eine Therapieform, die sehr auf mich gewirkt hat und ich habe sie tatsächlich auch mit reingebracht, das ist die formative Psychologie. Yeah, and so I guess if there were one method or one, you know, I would like to import Stanley Kellerman's brain. Und wenn es da eine Methode gäbe, dann würde ich wirklich gern das Gehirn von Stanley Kellerman importieren. See, in other words, the founders always have a vision that is almost beyond most of their students. Und es ist ja so, dass die Begründer einer Methode eigentlich immer so eine Vision haben, die über die der ihrer Schüler hinausgeht. So what Dr. Stone could do with polarity is hard to replicate. Und was Dr. Stone in Polarity machen konnte, das lässt sich nur schwer replizieren. You know, what Kellerman could do with formative psychology, what Fritz Perls could do with Gestalt.
It's not easy to replicate. Mm-hmm. Oder was Stanley Kehlemann mit der formativen Psychologie gemacht hat, was Fritz Perls mit Gestalt gemacht hat, das lässt sich nicht leicht wiederholen und replizieren. Because they teach what they can, but they can't teach everything themselves in a way. Uh-huh. You know. Die können zwar lehren, was sie eben lehren können, aber sie können quasi nicht sich selbst lehren. So I would love to pick the brains of many of these, really, you know. Eugene Gendlin and focusing, and you know, Gregory Bateson. There's so many high intelligence people out there. So anyway, that's my way to get around your question. oder auch zum Beispiel focusing von Eugene Gendlin oder Gregory Bateson. Also da gibt's ganz viele, wo ich gerne mir was davon nehmen würde. Mm-hmm. So, das ist so meine Art und Weise, wie ich die Frage umgehen kann. So gut. Schlau. Mal schauen, was damit der letzte Frage ist. Und zwar wäre dir, welche Person hättest du dann super gerne mal bei dir in der Praxis auf der Ligi? So, and my last question would be, which person would you really like to have on your table in your practice? Mm. Well, there's two again. Also, oh, cool. Da gibt's wieder zwei. You know, and before I got into this work, of course, I taught literature. Mm-hmm. Und bevor ich in diese Arbeit gekommen bin, habe ich Literatur unterrichtet. American literature, 19th and 20th century, so I don't know how well some of these figures are known in Europe, of course. Also die amerikanische Literatur aus dem 19. und 20. Jahrhundert, also manche von denen sind bekannt, aber ich weiß gar nicht, wie viel hier in Europa bekannt sind. But the two figures would be Herman Melville, who wrote Moby Dick. Aha. Mm. Und diese beiden Personen, die wären Herman Melville, der hat ja Moby Dick geschrieben. Yeah. And Ernest Hemingway, who has. Und eben Ernest Hemingway. And what I loved about them was the scope of they wanted to experience life in all of its facets. Yeah. Und was ich an denen liebe, ist wirklich dieses ganze Spektrum. Sie wollten das Leben erleben, und zwar in allen Facetten. And they had a huge spirit of adventure. Und die hatten einen enormen Abenteuergeist. Right. Moby Dick is about adventuring out into the oceans. Moby Dick, da geht's um die Abenteuer auf dem Meer. You know, and Hemingway too. His young years in Paris, right? And then, the revolution, the Spanish Revolution. You know, he just was, they were out in the world to experience and to see what life was like and to live on the edge. Und oder auch Ernest Hemingway, also er hat in Paris gelebt und hat bei der Revolution mitgemacht, und sie wollten wirklich das Leben erleben und haben wirklich auch an den Grenzen gelebt. Sie wollten es erfahren. And then they had great capacity to reflect deeply on that experience. Und dann hatten sie eine enorme Fähigkeit, wirklich tief über ihre Erfahrungen auch nachzudenken. So even most of us aren't going to go on a whaling ship. und die meisten von uns, die würden nicht auf ein Walfängerschiff gehen. But we can learn about, living at that level of intensity and with that level of challenge. Aber wir können wirklich lernen, in einer derartigen Intensität zu leben und mit derartigen Herausforderungen. So I guess there'd be more, but those two are good start. Also da gäbe es noch mehr, aber die zwei wären schon mal ein guter Anfang. Ja. Jim, es war mir eine grosse Freude, dich heute im Podcast zu haben. Deine Begeisterung, dein Wissen und deine tiefe Hingabe für die Polarity-Therapie haben sicher nicht nur bei mir einen tiefen Eindruck gemacht und mich sehr inspiriert und bereichert. Ein herzlicher Dank an dich für deine Zeit und deinen wertvollen Einblick, den du mit uns geteilt hast. Danke vielmals, Jim. So, Jim, I would really like to thank you. It was such a joy to experience you and your enthusiasm and your knowledge and your depth of the work. And I'm really impressed and inspired, and I'm sure not only me. And thank you so much. Great. Well, thank you very much, Lou. It's been a pleasure for me too. Vielen, vielen Dank. Für mich war es auch ein Vergnügen. Great. So nice to participate in this project you're doing. Schön, an diesem Projekt, was du da machst, teilzuhaben. Danke vielmals. Wunderschön. Danke. Thank you so much. Okay. Wonderful. Great.